glaube, dem Abend gerecht, 20.30 Uhr, Fortuna Schalke, volles Haus, Spektakel. Hätte nicht sein müssen, aber es ist am Ende passiert. Wir haben die 3 Punkte und das ist das, was zählt. Again a crazy night with a lot of goal. I am happy for the victory this evening after the two game lost. So it's a good reaction of the team. I am happy this evening. Ich weiß bei Gavory, dass er oft auch ein bisschen mehr den Chip auf dem oder den langer Ball auf dem zweiten spielt. Ja, das habe ich dann genau, habe ich dieses Moment genutzt, wo ich gedacht habe, ein bisschen mehr Freiheit beim zweiten Pfosten. I received the ball, I tried to put in the good area and it came on Vince and Vince is good with the head and I'm happy for him. Das haben wir ein paar Mal schon gezeigt, diese Saison, dass wir so, dass wir direkt da sind und heute war wieder so ein Tag, ausverkauftes Haus, Heimspiel, Abendspiel, ja, dann hat halt diese erste 30, 35 Minuten alles gepasst. Ja, das zweite Tor für mich war halt ja, ganz wild mit einem Pfosten-Latte-Schuss. Ich bin einfach da hingegangen, habe hochgesprungen und das Ding noch da reingenickt. Und ja, es ist natürlich ja, ein mega Gefühl, dann, um für dieses ausverkauftes Haus dann 2 Tore zu machen. Wir haben in der ersten Halbzeit gezeigt, was wir können. 3-0 nach 26 Minuten, glaube ich. Es war wieder ein Megaspiel, so wie Kaiserslautern. Aber ja, ich hatte natürlich die Hoffnung eigentlich, dass wir hier mit dem 3-0, 4-0 wieder diese 90 Minuten genau entspannt dieses Spiel ausspielen. Kommen eigentlich ganz gut aus der Halbzeit raus. Kassieren dann ein dummes 3-1. Beim 4-1 haben wir, glaube ich, auch eine Phase gehabt, wo ich auch gedacht habe, das kriegen wir hin. Das Tor war super, war auch der perfekte Zeitpunkt. Und was dann noch passiert mit diesen 2 Toren, das ist natürlich, ja, das ist natürlich schade und das müssen wir nochmal anschauen. Und dann kommen wir wieder dumm ins Strudeln. Ich glaube, mit dem 4-2 ist nochmal Hektik passiert und direkt das 4-3. Aber wir haben uns davon nicht beeindrucken lassen. Wir haben unseren Schiefer runtergespielt und haben am Ende noch 5-3 gemacht. Wechselspieler mit Dennis und Jona natürlich, die den letzten Tor dann noch machen. Ja, das ist natürlich ja, super. Das zeichnet uns als Truppe aus. Wir verteidigen gerne, aber es ist manchmal auch nicht nötig, dass wir so verteidigen. Also ein paar weniger Gegentore, das wäre uns auch lieb. Die beiden Gegentore in der zweiten Halbzeit, da waren wir nicht so wach. Aber danach, glaube ich, haben wir alles wegverteidigt, was wir verteidigen konnten. Das waren wir uns schuldig, das waren wir den Fans schuldig. Und ja, wir sind am Ende glücklich, dass wir 3 Punkte haben.